eng sitzen, ne? Ja. Das ist jetzt erstmal ein bisschen. Muss mal ein bisschen. Bei der Gestaltung der Krone habe ich mich auf ein römisches Bandwerk fokussiert, was sich hier wieder zu erkennen ist. Und das Ganze läuft zur Mitte hin mit den Trauben. Und in den Trauben findet man dann keine Edelsteine, sondern einen heimischen Schiefer, was gerade den Geschmack dieses besonderen Weines hier repräsentiert. Ich darf jetzt als erste Weinkönigin von der Mosel die neue Krone tragen. An der Passform muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Aber es ist eine recht lustige und interessante Geschichte, denn bereits als Ortsweinkönigin war ich die erste mit einer neuen Krone, auch als Weinkönigin der römischen Weinstraße und jetzt schließlich als Moselweinkönigin. Jetzt habe ich ja quasi ein Triple gemacht.